Ja, nach dem, was reden wir überhaupt, kommen wir vielleicht jetzt eher zu dem Thema, was sehen wir überhaupt und was macht das mit uns? Und ich will Sie so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, die wir gemacht haben mit unserer Forschung. Wir haben so ungefähr vor 15 Jahren damit angefangen und haben gedacht, naja, Nachrichten und Emotionen und Gefühle, passt es überhaupt? Und ganz viele haben uns abgeraten, haben gesagt, Quatsch, Nachrichten hat doch nichts mit Gefühl zu tun. Das sind Informationen, macht euch nicht die Mühe. Ihr werdet eh nichts rausbekommen. Und jetzt würde ich Ihnen gern ein paar erstaunliche Resultate, auch für uns erstaunliche Resultate, zeigen, so ein bisschen blitzlichtartig. Denn Nachrichten hat sehr viel mit Gefühl zu tun, etwas anders, als wir es uns ursprünglich auch gedacht haben, mit anderen Gefühlen, aber vielleicht mit ganz wichtigen Gefühlen. Was haben wir gemacht? Wir haben Schülerinnen und Schüler, jetzt tue ich was für die Wortwolke, aus dem Saarland, vor Fernsehnachrichten gesetzt und die dabei beobachtet und befragt. Und zwar haben wir ja, mimischen Ausdruck genommen als Indikatoren, die man beobachten kann für innere Vorgänge, also für Gefühle, für gefühlsmäßige Bewertungen von Nachrichten. Kodiert wird im Prinzip die Bewegungen, die jemand im Gesicht zeigt, Muskeleinheiten oder in dem Jargon des Facial Action Coding System, Action Units, die werden dann wieder interpretiert aufgrund von Studien, die man hat für bestimmte Emotionen. Das einfachste Beispiel ist, wenn Sie lächeln, ziehen Sie die Mundwinkel nach oben und wenn die Verkäuferin sagt, die Jeans steht Ihnen aber gut, dann haben Sie das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Was sagt dann so gern, die Augen lächeln nicht mit, was sich da tut, in eigentliche Muskelbewegung hier an den Augen, die dann auch so schön die Lachfältchen oder die Krähenfüße auf die Dauer da auftun. Das fehlt dann oft bei diesem gefakten sozialen Lächeln. So ähnlich sieht das aus. Es war einer unserer jugendlichen Teilnehmer. Und man sieht, da ist relativ viel Muskelbewegung zu sehen. Wir haben dann einfach zunächst mal geguckt, welche Muskelbewegungen haben wir denn und wie viele sind das? Und das Erstaunliche war, das erste erstaunliche Ergebnis, das wird eigentlich so viel mimische Aktivität, emotional mimische Aktivität gezeigt, wie wir auch haben, wenn wir miteinander diskutieren im Face-to-Face-Gespräch. Also im Prinzip sehr, sehr viel Emotionalität, die sich da zeigt, wenn jemand allein vorm Fernseher sitzt und Nachrichten guckt. Und das zweite erstaunliche Ergebnis, es ist eine Bewegungseinheit, die sich extrem viel zeigt. Man sieht, das ist eine relativ kleine Bewegungseinheit, Action Unit 14 ist das, dass ein Mund, also auf einer Seite den Mundwinkel nach innen ziehen. Das geht so. Wenn Sie es versuchen nachzumachen, kann man vielleicht sogar so ein bisschen nachempfinden, was das sein könnte. In dem System steht das für Verachtung, also eine relativ starke Emotion. Wenn man so guckt, wann wird sowas gezeigt, dann ist es dann, wenn wir was als unfair empfinden. Ja, da passiert ein Regelverstoß, oft Regeln, die wir uns aufgestellt haben, der Gemeinschaft, also was Normverletzendes, etwas, das gegen Hierarchie verstößt oder jemand erfüllt seine Verpflichtungen nicht oder zeigt inkompetentes Handeln. Diese Verachtung gehört zu der sogenannten Triade moralischer Emotionen, die sich gegen andere richten. Da gehört noch Wut oder Ärger dazu und Ekel. Also alles das, was so soziale Emotionen sind, wo Moral ist. Ne? Was ist gut, was ist böse, wenn jemand was macht, was wir als unfair bezeichnen, dann distanzieren wir uns gern davon. Verachtung ist vielleicht so ein sehr, sehr, sehr starker Ausdruck. Aber es geht so, ne? Du weg von mir. Finde ich nicht gut. Oder sogar vielleicht so, du nach unten und ich fühle mich besser. Wut hat auch sowas, es hat aber was mehr Aktives noch. Da gehe ich eher gegen die Barriere an. Und Ekel ist natürlich auch was, ne? Von uns weg, von uns raus. Also das, was
was für soziale Gemeinschaft durchaus auch wichtig sein kann, um Zusammenhalt und Kooperation zu fördern. Dieses moralische Bewerten von, ja, oder heuristisches moralisches Bewerten, ganz schnelles, automatisches Bewerten über Gerechtigkeit, Fairness, richtig, falsch. Es gibt Annahmen, dass es so tief in uns evolutionär verankert ist, dass wir deshalb auch nur eine soziale Gemeinschaft bilden können. Jetzt haben wir im nächsten Schritt geguckt, nachdem wir dachten, okay, wir haben jetzt relativ viel diese Action Unit 14 für die Verachtung, wann tritt die auf? Wir hatten die Nachrichten kodiert, unter anderem danach, sind die gewalthaltig oder nicht gewalthaltig. Und was man findet, der zweite ja, mittelblaue Balken, man findet sie viel, viel öfter, wenn Gewalt gezeigt wird, wenn in Text oder wenn sie auch per Wort erwähnt wird. Die erste Annahme war, da müsste sich eigentlich sowas wie Angst oder sowas bei den Jugendlichen zeigen. Es war aber die Verachtung, also diese Distanzierung. Und wenn man Gewalt weiter unterscheidet, ist es intentionale Gewalt, also Gewalt, die jemand bewusst begeht, oder nicht intentionale Gewalt, das wäre alles, was fahrlässig passiert, oder auch sogenannte höhere Gewalt, finden wir es nochmal viel stärker, den Verachtungsausdruck bei intentionaler Gewalt. Also bei Ereignissen, wo jemand auch die Schuld zugeschrieben werden kann. So, jetzt kam der nächste Schritt, dass wir gedacht haben, kann man das denn beeinflussen, indem man, je nachdem, wie man die Nachrichten aufbereitet, und zwar jetzt nicht unbedingt mit Worten, sondern kann man sowas beeinflussen in der Art und Weise, wie man visuell so einen Bericht aufmacht. Und wenn man sich jetzt zunächst die Funktion von Emotionen anguckt, also nicht Emotionen als etwas, was wer ist, sondern als was, was wichtig ist, was Anzeige von Relevanz hat. Was passiert? Wir fokussieren unsere Aufmerksamkeit. Klar, wenn was relevant ist, dann heißt es, guck genauer hin, nimm das aufmerksamer auf, dann selektiert man. Wenn hier jetzt ein großer, lauter Knall passieren würde, wär wahrscheinlich die ganze Aufmerksamkeit auf dem Knall, und das wäre erstmal so, droht Gefahr, müssen wir was tun. Alles andere wär weggeblendet. Wenn man dann merkt, die Situation ist ungefährlich, dann kann man auch wieder quasi zur Tagesordnung übergehen. Dann passiert eine Distanzregulierung. Ja, also ich bleibe mal bei dem Knall. Das wäre so, ne? Flucht oder Angriff. Also wenn es wirklich gefährlich ist, dann könnte es sein, dass es sagt, so, jetzt müssen wir aber ganz schnell hier raus aus dem Raum. Oder es ist was anderes, wo es sagt, hier Angriff, das tut man mit den anderen Sachen auch. Ne? Verachtung, Ekel hat natürlich auch was mit sich von anderen zu distanzieren. Ärger wird eher eine Annäherung bedeuten, ja, dass man womöglich die Menschen irgendwie angeht, möglichst mit Worten natürlich, nicht mit Taten, aber es hätte eine Annäherungskomponente. Und dann hat es was mit der Geschwindigkeit zu tun. Wenn sie traurig sind, dann wird alles eher so verlangsamt, ja, die ganze Verarbeitung wird langsamer, man konzentriert sich dann eher auf den Verlust. Ärger wiederum hat eher was Aktives und hätte ja, eine Beschleunigung zur Folge. Und das können wir jetzt mit beeinflussen. Das wäre die Idee der medialen Symbolsysteme, dass alles, was wir tun mit den Medien, auch technische Mittel, dass es nicht einfach nur Verpackung ist, sondern das trägt Informationen in sich. Der Kameramann beispielsweise kann durch die Auswahl von Bildern, durch, ich mache zuerst das hier mit der Darstellungsmodalität, ne, wählen. Also die Frage ist zum Beispiel bei Gewalt, zeige ich die Bilder überhaupt? Zeige ich, dass jemand verletzt wurde? Und macht es dadurch lebhafter, situativ verankerter? Ich kann natürlich auch durch bestimmte Montagetechniken, durch Zoom, durch Kamerabewegung Reize selektieren. Ja, wenn ich näher dran gehe, dann wähle ich natürlich was aus dem Ganzen. Einstellungsgröße, Zoom, Kamerabewegung hat natürlich auch was mit Distanzregulierung zu tun. Ja? Näher dran gehen oder weiter weggehen.
Und wir können mit der Kamera zeitliche Parameter setzen, entweder durch Zeitlupe, Zeitraffer oder durch die Schnittfrequenz. Was viel, viel schneller geschnitten wird, wirkt es natürlich für die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Jetzt haben wir uns diese Mittel genommen und haben Nachrichtenberichte neu zusammengeschnitten. Und dazu einfach ein paar Ergebnisse. Einmal hat die Darstellungsmodalität verändert. Beispielhaft an einem, wir haben eher ältere Berichte genommen, damit die Schüler sich jetzt nicht unbedingt daran erinnern. Weil das, klar, wenn ich weiß, das war jetzt gerade, macht das natürlich mit was. Aber so etwas, was man sagt, das könnte eigentlich jetzt auch sofort nochmal passieren. Das eine Bericht war ein Bericht über Müllkrise in Neapel. Da haben die Müllmänner gestreikt und der Müll lag auf der Straße und es kam dann zu Ausschreitungen von Demonstranten und der Polizei. Man sieht, da brannte es auch. Ganz ähnlich bei Unruhen in Kenia, auch dort kam es zu Ausschreitungen, es gab Verletzte. Bei dem Bericht in Kenia war auch von Toten die Rede. Bei diesem Bericht Unruhen in Kenia war es sozusagen egal, wie die Gewalt präsentiert wird, da hat es keine Rolle gespielt, ob die verbal, ob die im Text, ob im Bild, lag möglicherweise daran, dass es doch sehr, sehr intensiver, weil es ja Tote gab. Bei der Müllkrise in Neapel hat es sehr wohl eine Rolle gespielt, wie Gewalt präsentiert wurde. Wir haben einen Fake gemacht und zwar den Bericht nur verbal, da wurde es so getan, als gäbe es eine Bildstörung. Ja? Es gab es auch andersrum, Tonstörung, man hat nur die Bilder gesehen, sozusagen zur Kontrolle. Und dann einmal so geschnitten, dass Gewalt nur im Text zu hören war für die Zuschauer oder dass Gewalt im Text zu hören war und im Bild zu sehen war. Hier nur ein paar ausschnittsweise die Ergebnisse in Orange der Action Unit 4. Das ist hier die Augenbrauen zusammenziehen. Das ist etwas, was sich bei Wut zum Beispiel zeigt, bei Ärger. Eins wäre Augenbrauen nach oben ziehen, das wäre bei Überraschung Hammer. Und die 12 ist was Lächeln, bei Freude beteiligt. So. Und wo es jetzt einen großen Unterschied gibt, ist Gewalt in Text und Bild. Da finden wir sehr, sehr viel häufiger, dass die Augenbrauen zusammengezogen wird, was ein Indikator für Wut oder Ärger ist. Also es spielt es sehr wohl eine Rolle, in welcher Darstellungsmodalität was gezeigt wird. Es spielt auch eine Rolle, in welcher Einstellungsgröße etwas gezeigt wird. Und zwar, wenn Nahaufnahmen von Opfern, Betroffenen oder Helfern oder beschädigten Objekten gezeigt werden, da werden die als unangenehmer erlebt. In dem Fall wurde es einfach so gemacht, Berichte mit Zooms und wir haben entweder am Anfang oder am Ende das so geschnitten. Also dass es entweder eine Einstellung war, die weiter weg war oder näher dran war. Bei einem Bericht für ein Attentat ist es so, dass die Nahaufnahmen Ärger und Ekel intensivieren. Das war intentionale Gewalt, ja? Da hat ja jemand dieses Attentat bewusst begangen, nicht intentionale Gewalt, ein Flugzeugabsturz, das als Unglück berichtet wurde, da haben die Nahaufnahmen Ärger reduziert. Da gibt es ja keinen, also ne, wenn es ein Unglück ist, wäre es eher höhere Gewalt, man weiß nicht, woran es lag, das heißt, es gibt erstmal keinen Verursacher, auf dem man auch böse sein kann. Und auch das der dritte Punkt, die Schnittfrequenz, spielt eine Rolle. Und dann schauen wir uns das einfach mal an zwei Beispielen. Einmal etwas langsamer geschnitten, also mit geringerer Frequenz. Einmal. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit in den Bergen von Oregon. Ein Hubschrauberpilot entdeckte schließlich den Familienvater. Er lag tot in einer Schlucht an einem kleinen Fluss. Bis zuletzt hatten die Suchmannschaften die Hoffnung nicht aufgegeben und Überlebenspakete über der einsamen Bergregion abgeworfen. Heute Mittag um 12.03 Uhr wurde die Leiche gefunden, sagt Sheriff Anderson. Dann muss er den Tränen nahe die Pressekonferenz abbrechen. Das war jetzt der Anfang vom Bericht und der gleiche Anfang. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit in den Bergen von Oregon. Ein Hubschrauberpilot entdeckte schließlich den Familienvater. Er lag tot in einer Schlucht an einem kleinen Fluss.
Bis zuletzt hatten die Suchmannschaften die Hoffnung nicht aufgegeben und Überlebenspakete über der einsamen Bergregion abgeworfen. Heute Mittag um 12.03 Uhr wurde die Leiche. Vielleicht für den Eindruck, es wirkt jetzt nicht, das haben wir vorher getestet, nicht wirklich unnatürlich. Das waren einfach Schnittfrequenzen, die man findet bei Nachrichten. Wir sind da einfach ein bisschen ans obere Ende und ans untere Ende gegangen. Und auch hier findet man einen Effekt auf die Emotionen. Und zwar bei so einer langsameren Schnittfrequenz die Intensivierung von Trauer. Das wäre ja, Trauer ist etwas, was mit einer verlangsamten Verarbeitung einhergeht. Eine Reduktion von Ärger und eine Intensivierung von Verachtung. Und beim Bericht vom Attentat auch eine Intensivierung von Verachtung durch die langsamere Schnittfrequenz. Das heißt, wir können mit allen dem, was wir jetzt variiert haben, sehr wohl das emotionale Erleben beeinflussen. Es spielt eine Rolle, wie was präsentiert wird. An der Stelle, doch ein wichtiges Ergebnis, das ich finde, aus Studien aus den USA, wo es ja durchaus üblich ist, dass Fernsehaufnahmen aus Gerichtssälen gezeigt werden oder wo Videoaufnahmen von Verhören gezeigt werden. Lasseter und seine Arbeitsgruppe konnte zeigen, wenn der oder die Verdächtige im Fokus der Kamera sind, dann wird ihnen eher Schuld für das Vergehen zugesprochen, obwohl es das zu einem Zeitpunkt, wo die Schuld ja noch nicht nachgewiesen ist. Einfach aufgrund dessen, dass der Fokus der Kamera auf der Person ist, attribuiert mir eher diese Person als Verursacher und als Schuldigen. Ein Ergebnis, von dem ich finde, dass das ganz wichtige Implikation ist und das man beachten sollte. Ebenso Schnitte lösen Orientierungsreaktionen aus und die Wirkung auf Trauer, Wut, Verachtung. Es gibt dann noch andere Studien, die sich damit beschäftigen, was macht Zeitraffer? Das haben sie ganz oft, wenn es komisch wirken soll, ja. Oder Slow Motion intensiviert dann die Tragikempfindung. So, ich hoffe, ich habe gezeigt, dass Medien eine sinnstiftende Orientierung bieten und dass das auch über Emotionen vermittelt wird. Auch bei so einem informationsbasierten Genre wie Nachrichten spielen Emotionen eine ganz große Rolle. Und zwar scheint es vor allem um diese Triade der moralischen Emotionen zu gehen, also Verachtung, Ärger, Ekel, wo es um sozialmoralische Urteile über richtig oder falsch, über fair oder ungerecht geht. Symbolsysteme wie zum Beispiel Kameratechnik können dann so eine Art Feintuning machen auf dem, was der Inhalt vorgibt, also eine emotionale Einordnung einer Situation nahelegen und die Interpretation, die durch die Zuschauer erfolgt, beeinflussen. Das hat auch Implikationen für unser Verhalten. Wir konnten zum Beispiel zeigen, bei einem Beitrag, der über eine Hungerkatastrophe ging und am Ende zu Spenden aufruft, wenn Zuschauer eher Wut empfinden, dann spenden sie wahrscheinlicher. Wenn sie eher Trauer empfinden, dann spenden sie weniger wahrscheinlich. Trauer hemmt prosoziales Verhalten, Wut fördert prosoziales Verhalten. Wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt auf das Thema heute, dann müssen wir uns, und das wäre vielleicht was für die Diskussion, die Frage stellen, wir haben es ja jetzt hier mit Nachrichten, dem guten alten Medium Fernsehnachrichten zu tun, aber in so einer digitalen Umgebung mit ganz, ganz vielen Medien haben wir dann eine gesteigerte moralische Verantwortung, eine gesteigerte Verantwortung für das moralische Empfinden, besonders wenn man bedenkt, dass natürlich Selektionsprozesse dann eine viel, viel größere Rolle spielen und dass es so zu selbstverstärkenden Prozessen kommen kann. Danke. Danke Ihnen. Danke schön, Herr Kraus.
Dagmar, uns taucht später wieder auf in unserer zweiten Diskussion, aber wenn es jetzt gerade ganz akute Fragen gibt, auch zu der Präsentation quasi, weil die logisch unnachvollziehbare Dinge, die Ihnen aufgefallen sind, wo Sie nochmal nachhaken wollen, dann würde es jetzt die Möglichkeit geben. Ja, sehr gerne da hinten. Ich bringe mal ein Mikrofon. Wer macht das? Wen können, ist wurscht. Ich mache das schnell. Den müssen wir nicht. Ich kann ja auch hinlaufen. Bitte schön, ich glaube, es ist schon an. Ja, ich wollte nochmal fragen, ganz interessant. Bei Wut ist sozusagen damit drin, dass ich sage, da ist jemand verantwortlich dafür. Und wenn jemand verantwortlich ist, ist es etwas, was man kontrollieren kann und ich kann dagegen angehen. Bei Angst, das tritt eher auf, wenn ich sage, da kann ich nichts kontrollieren. Und nichts kontrollieren heißt auch, ich kann nichts tun. Ja? Ja, sowas. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Mikro überhaupt was gebracht hat, weil Sie sehr leise waren, aber könnten Sie es dann einfach weitergeben? Ich glaube, okay, ich glaube, da hinten war noch, oder? Nicht? Da, Maria, glaube ich. Ja, vielen Dank für die spannende Präsentation. Ich finde es schön, dass Sie sich von den Bedenken der Experten nicht haben abhalten lassen, dass Sie das geforscht haben. Ich habe eine Frage, wir haben bei uns an der Hochschule Makromedia von der anderen Seite aus geforscht, und zwar haben wir Journalisten gefragt, dass sie glauben, was eine starke Wirkung hat an Gewaltberichten. Wir haben dann eben auch analysiert, was tatsächlich die Muster sind. Und es war eine These, die gesagt hat, es ist viel stärker, Gewaltbilder anzudeuten, also das berühmte Kino im Kopf, also nicht etwa das drastische Tatortbild, sondern so die Hand, die des Toten, die unter der Decke hervorragt. Haben Sie das bestätigt gefühlt oder haben Sie eher den Eindruck gehabt, also das sichtbare Bild hat die stärkere Wirkung? Wir hatten eine Auswertung, mit dieser Codierung ist die Gewalt im Text, im Bild oder in Text und Bild. Das haben wir nicht systematisch variiert, weil wir nicht immer Bilder haben, aber da zeigt sich, dass wenn bestimmte Gewalt nur im Text berichtet wird, die emotionalen Reaktionen heftiger sind. Und das könnte sowas sein, das wäre die These, da stelle ich mir im Kopf vor, und dann ist die Fantasie sozusagen, kann viel stärker sein. Also das ist so, ne, wie ich sage, wenn das Monster um die Ecke kommt und ich sehe, das Monster ist gar nicht mehr so schlimm, aber wenn ich denke, gleich kommt das Monster, ja, dann wird es heftig. Es könnte auch so sein, dass die Bilder natürlich in bestimmten Stellen was klar verankern und dass je nachdem, wo es passiert ist, zu sagen, oh, das betrifft mich nicht. Also das kann auch eine Rolle bei den Kenia-Unruhen sein, die sind relativ weit weg, ja. Das hat nichts mit mir zu tun. Neapel ist vergleichsweise also näher dran als Kenia. Bitte. Meine Frage war kurz zu der Studie, die Sie am Ende erwähnt hatten, mit dem Kamerafokus, dass dann Gerichtsurteile eher so ausfallen, dass die Person schuldig ist. Ob ich das richtig verstanden habe, dass die Gerichtsurteile sich also daran orientieren, wie die Kameraführung oder der Fokus war? Die Urteile haben die nicht untersucht, sondern die Einschätzung der Zuschauer. Ah ja, okay, ja, gut, das habe ich. Wobei das natürlich bei Geschworenen oder sowas sein könnte. Es gibt aber andere Studien, die zeigen, dass auch Richter anfällig, selbst erfahrene Richter für solche automatischen, heuristischen Prozesse anfällig sind, selbst wenn man sie darüber aufklärt und sagt, pass auf, ihr könntet da so eine Verzerrungstendenz haben. Weitere Anmerkungen? Für den Moment nicht. Wie gesagt, wir sehen Dagmar uns später wieder. Erstmal vielen Dank Ihnen.